Welche Hürden sind das? Jeder spricht von der Bürokratie. Was heißt das für dich, Bürokratie? Na, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Ich glaube, dass das am angreifbarsten ist. Ich bin also Betriebswirtin, habe jetzt 20 Jahre Erfahrung in der Praxis und nachdem wir den Wohnpark also mit 280 Wohnungen, ich glaube einmal sehr erfolgreich umgesetzt haben, wollten wir die Hausverwaltung machen und ich bin dann auch angetreten zu einer Prüfung bei der Wirtschaftskammer in Wien und habe das also nicht bin da nicht durchgekommen mit dem Hinweis, dass ich einfach noch ein bisschen zu wenig Erfahrung in der Praxis habe. Ja, und das ist einfach ein Beispiel, wo ich sage, dass man als Unternehmer einfach sehr viele Hürden hat, um einfach Dinge umsetzen zu können. Ja.